In dieser Lesson zeige ich dir, wie du den Song This Land Is Your Land als komplette Solonummer auf deiner Gitarre spielen kannst. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. In dieser Lesson zeige ich dir den Song This Land Is Your Land als komplette Solonummer. Also ich zeige dir die Melodie, wie du das Ganze mit Akkorden und einer Bassline verbinden kannst. Du findest natürlich wieder alle Noten und Tabs dazu auf meinem Blog. Das komplette Arrangement, wie ich es eingangs gespielt habe, das findest du so auf Patreon als Tutorial oder auch in meinem Country-Guitar-Picking-Kurs. Ich würde aber empfehlen, erstmal das ganze Tutorial sich anzuschauen, damit du erstmal einen Überblick über das Ganze bekommst. Den Link zum Blog findest du natürlich unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Legen wir los mit der Melodie. Ich zeige dir die Melodie gleich so, wie ich sie fürs Arrangement angelegt habe. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen auf dem Griffbrett rauf und runter spiele. Ich spiele es auch gleich ein bisschen schneller, weil du findest sowieso dann die Noten alle auf dem Blog. Geht jetzt erstmal darum, dass wir uns eine schnelle Übersicht verschaffen. Im nächsten Step schauen wir uns jetzt mal die Akkorde an, die wir dafür brauchen. Wir brauchen einen G-Dur-Akkord und dafür greife ich ein Barré im dritten Bund. Dann brauchen wir einen D-Dur-Akkord und da greife ich diese Form hier. Und noch eine ganz einfache Form für A-Dur im fünften Bund, aber ich nehme hier die leere A-Seite als Bassseite immer mit dazu. Jeder Akkord wird jetzt einfach zwei Takte lang gespielt. Spiele ich jetzt meine Akkorde und versuche immer als höchsten Ton die Melodie mit reinzubauen, dann klingt das Ganze so. Du siehst, die Töne sind eigentlich zum größten Teil alle mitten in den Akkorden drin und lassen sich aus den Akkorden schon rausspielen. Jetzt gehen wir auf die Bassline ein, die wir für die einzelnen Akkorde brauchen. Prinzipiell gilt, ist der Grundton meines Akkords auf der tiefen E-Seite, sieht die Bassline so aus. Wir spielen die E-Seite, die D-Seite, die A-Seite und wieder die D-Seite. Zum Beispiel beim G-Dur-Akkord. Ist mein Grundton auf der A-Seite, wie zum Beispiel beim D-Dur-Akkord, sieht die Reihenfolge so aus. Wir spielen die A-Seite, die D-Seite, dann gehen wir hoch auf die tiefe E-Seite und wieder auf die D-Seite. Und dasselbe gilt natürlich dann auch für meinen A-Dur-Akkord. Die Bassline spiele ich komplett nur mit dem Daumen. Die Melodie dafür nehme ich Zeige- oder Mittelfinger oder beide. Beim Wechsel von G-Dur auf D-Dur baue ich eine kleine Bassline-Bewegung über Töne aus dem G-Dur-Akkord mit rein. Im letzten Step jetzt fülle ich das Ganze noch mit akkordeigenen Tönen auf, meistens mit Tönen aus dem Akkord auf der G-Seite. Thank you.
komplette Tutorials mit Gitarren-Solo und dem Outro, wie ich es eingangs gespielt habe, findest du dadurch dann auf Patreon oder auch in meinem Country-Gitar-Picking-Kurs. Alle Noten und Tabs, wie schon gesagt, aus dieser Lesson jetzt hier, findest du auf meinem Blog. Der Link ist einmal unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Wir sehen uns in der nächsten Lesson und bis dahin sage ich Ciao, der Michael.